Ja, heute bin ich bei Dagmar Neubronner im Norden von Bremen. Ich habe hier übrigens mein Referendariat gemacht und freue mich sehr, dass wir hier heute sein können. Denn ich habe ja deinen Weg über viele Jahre so ein bisschen mitverfolgt. Das heißt nicht nur deinen Weg, auch den Weg deiner Kinder. Damals habe ich das noch mit einem leichten betrachtet, weil ich selbst noch an einem anderen Punkt stand. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, boah, das fühlt sich nicht so einfach an. Das ist bestimmt nicht so ganz leicht. Und falls jemand dich noch nicht kennt, vielleicht kannst du einfach nochmal dich ganz kurz vorstellen, beziehungsweise vielleicht auch schon mal so den Aspekt darauf legen, was waren eigentlich deine eigenen Lernerfahrungen? Also für den, der mich nicht kennt, meine Kinder sind eben praktisch nicht zur Schule gegangen, so, ne? Meine eigenen Lernerfahrungen waren so, dass ich an 7 verschiedenen Schulen war, weil meine Eltern sehr oft umgezogen sind. Und das war einerseits sehr unterschiedlich. Ich habe Schulen gehabt, wo ich Klassenbeste war, und ich habe Schulen gehabt, wo ich Sechsen geschrieben habe. Und ich habe aber auch relativ früh durch diese vielen Umzüge gemerkt, dass die Struktur in einer Klasse, dass es da immer ähnliche Strukturen gibt. Das habe ich dadurch, dass ich so viel wechseln musste, habe ich dann für mich gedacht, ach, das ist jetzt die Julia aus der anderen Klasse, die hat da diese Rolle. Und hier heißt sie halt dann irgendwie Jutta oder so. Und ich habe die Strukturen begriffen relativ früh, weil ich eben immer wieder in neue Klassen kam. Was für mich hauptsächlich ein soziales Problem auch war, weil ich immer jemandem die Freundin wegnehmen musste. Denn die hatten natürlich alle schon eine Freundin, und das war schrecklich. Darf ich da kurz nachfragen? Ja. Das heißt, wenn du meinst, über dieselben Strukturen, also einer, der sozusagen der Klassenbeste ist oder Streber oder einer, der immer gemobbt wird oder bei dem man sich lustig Ja, macht. ein Clown, einer der hochbegabter Minderleister, würde man den heute nennen. Und dann die Angepassten und diejenigen, die lerneifrig sind, aber nicht angepasst. Also einfach so die verschiedenen Strukturen, Ja, ne? spannend, ja. Und das ist mir früh aufgefallen. Ich habe nur versucht, das zu nutzen, um zu überleben selber. Ich habe dann ein gutes Abitur gemacht. Die letzte Schule, auf der ich war, war vom Niveau her bescheiden, und deswegen konnte ich da sozusagen mich ausruhen. Und die Schule war dann für mich wirklich auch eher ein Ort, wo ich halt mehr fehlte als da war. Aber das sind meine Schulerfahrungen. Sie waren eigentlich so, dass mein Vater war auch Lehrer, meine Mutter kommt aus einer ganzen Lehrerdynastie. Ui. Ich habe nie Schule in Frage gestellt. Es war eigentlich, ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht befasst. Ich war Es mit der war halt Schule so. fertig, habe gelebt und habe mich mit allem anderen beschäftigt, und habe das Thema Schule hat mich überhaupt nie interessiert, bis dann mein ältester Sohn 3 Jahre alt wurde und ich dann als stolze, späte, bereits betagte Mutter, dann jetzt kann er ja dann in den Kindergarten, und wow, irgendwie so diese Normalität, die darin liegt. Ich habe einen Sohn und er kommt in den Kindergarten und lernt da Fensterbilder malen oder lauter so Sachen, die ich nicht kann. Und habe ihn dann in den Kindergarten da gebracht, in dem kleinen Ort, wo wir gelebt haben. Und er ist da auch hingegangen, hat nach einer Stunde gesagt, Mama, jetzt kannst du gehen, das hatten wir vorher vereinbart. Und so nach 2 Wochen sagte er dann, Mama, jetzt weiß ich, wie es da ist, jetzt kannst du mich wieder abmelden. Und ist bis dahin problemlos gegangen, und ich bin aus allen Wolken gefallen und habe dann gesagt, ja, nee, nee, also so geht das ja noch nicht. Alle gehen in den Kindergarten, und Das ja, aber macht ich man kann so, so. genau, das macht man so. Und ich kann zu Hause besser spielen, sagte er dann. Und muss ich denn dahin? Und dann habe ich gesagt, naja, nö, müssen eigentlich nicht. Allerdings zur Schule musste dann, ach, und wenn ich nicht will, ja, dann kommt schlimmstenfalls die Polizei. Und dann habe ich so gemerkt, Mensch, das sind ja nur noch 3 Jahre, dann muss er ja in die Schule. Und auf einmal wurde mir bewusst, dass wir da unter Umständen auch ein Problem haben könnten. Und ich habe ihn dann, habe ihn nicht sofort rausgenommen aus dem Kindergarten, sondern habe gesagt, hör mal, das war dann September. Wenn es in den Weihnachtsferien immer noch so ist, dass du lieber nicht gehen möchtest, dann ist es okay, dann melden wir dich ab. Aber bis dahin
probier's einfach mal. Und dann dachte ich, ach komm, bis dahin hat er sich eingewöhnt und dann kommt der Nikolaus und Advent und Laterne laufen und im Januar lockt dann Fasching. Bis dahin ist die Sache gegessen. Nein, war aber nicht. Er ist brav weiter hingegangen, er hat sich auch so weit amüsiert. Aber als ich dann mit dem Erzieher gesprochen habe im Januar und gesagt habe, es tut mir leid, aber er möchte einfach nicht mehr und er wollte von Anfang an schon eigentlich nicht und hat das jetzt, unsere Vereinbarung war so und so und jetzt erfülle ich meinen Teil, dann sagte der Erzieher, und dafür bin ich ihm ewig dankbar, das hätte er nicht sagen müssen, er sagte zum einen, oh wie schade und gerade dieses Kind und der kann sich so schön freuen und ja. So pipapo, und dann sagte er, ja, aber wenn ich so drüber nachdenke, er hat war zwar immer gut dabei, aber im Grunde hatte ich den Eindruck, er lässt es mehr oder weniger höflich über sich ergehen. Puh. Und das fand ich ganz schön, dass er das so, ja. Denn genau so war es. Ja. Moritz war ein höfliches Kind und er hat es höflich mitgemacht und so, obwohl er eigentlich fand, naja, ich kann eigentlich zu Hause besser. Ja. Und der andere Punkt war für mich, dass ich sehr überrascht war, dass er findet, er kann zu Hause besser spielen. Denn ich dachte, ich war eine viel Beschäftigte, hatte ja noch einen kleinen Verlag und hatte ein Baby, den zweiten Sohn und konnte keine Fensterbänder malen und all diese ganzen Sachen, bin ja Biologin und so, das war gar nicht mein Ding. Und dass er trotzdem fand, er kann zu Hause besser spielen, ja. Das hat mich total, einerseits hat es mir geschmeichelt, es hat mich in meiner Würde als Mutter irgendwie, hat es mir gut getan. Ja. Denn man hat als Mutter ja nicht so ein Selbstbewusstsein, wenn man nicht zufällig Diplom-Erzieherin ist oder so. Und ich dann auch weiß dann ich nicht. Auch dann nicht, na gut. So, und dann habe ich aber noch während er im Kindergarten war, oder das hat denn den Prozess angestoßen, dass ich gedacht habe, Mensch, nur noch 3 Jahre bis Schulzwang anfängt oder Schulpflicht. Und dann hab ich eben eine Schulgründung initiiert mit meinen Nachbarn in einer Ökosiedlung, wo wir damals lebten. Und es hat sogar geklappt. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Montessori-Schule, eine freie, zu gründen. Die gibt es auch heute noch. Und es hat unendlich viel Arbeitszeit und Geld gekostet. Das weiß jeder, der sich damit schon mal befasst hat. Und wir waren aber natürlich auch sehr stolz, vor allem ich. Ich war erste Vorsitzende und hatte wirklich Tag und Nacht mich unglaublich eingebracht. Und dann war Eröffnung, es lief auch alles gut. Und ein Jahr später war dann der große Tag. Mein Ältester kam in die Schule und es war dann diese Schuleröffnungsgottesdienst. Und dann ging die Lehrerin mit den Kindern in die Klasse. Und ach, es war irgendwie... Und dann haben wir ihn hinterher in Empfang genommen und er war ganz blass und sagte, das habe ich mir anders vorgestellt. Er war so enttäuscht. Mhm. Und diese Lehrerin war ganz nett, die hatten zusammen ein Bild gemalt und so. Und er konnte auch gar nicht sagen, was eigentlich ihn so enttäuschte und was er sich denn vorgestellt hatte. Ich glaube, er hatte gedacht, jetzt geht's los und jetzt lerne ich. Und dann wurde da irgendwie ein Bild gemalt, das hatte ihn einfach... Es war irgendwie offensichtlich, das, was er erwartet hatte, war etwas ganz, ganz anderes und mehrere Oktaven höher gewesen im Anspruch. Und er ist dann natürlich hingegangen und er hat auch als höfliches Kind gemerkt, dass seine Eltern da ja nun sehr viel investiert hatten. Er war zurückhaltend mit seinen Äußerungen, aber er war ganz viel krank und er hat sich sehr stark verändert. Er wurde aggressiv, was er vorher nicht war, und übellaunig und gelangweilt, was er vorher auch nie war. Mhm. Und am Wochenende wurde das immer besser und in den Ferien wurde er dann wieder so wie immer. Und das gab mir sehr zu denken. Und dann gab es eine Familie in Österreich, deren Kinder nicht zur Schule gegangen waren. Die hatten 4 Kinder. Und die beehrten dann unsere Schule mit der Erwägung, dass sie eventuell zu unserer Schule kommen würden und guckten sich das an und die Kinder hospitierten und diese Kinder, alle waren total gespannt auf diese Kinder. Also ich merkte Exoten, dann, ne? Ja, unbewusst dachte man, können die reden? Laufen die im Blendenschurz rum? Man dachte irgendwie so, die sind nicht zur Schule gegangen. Nicht und normal. Was mir dann auffiel, tatsächlich an diesen Kindern, war, dass die mich so ganz unbefangen und frei anguckten und so ganz normal mit mir redeten und nicht so diesen
diesen Schülerblick hatten, so dieses, du gehörst zum anderen Lager, du hast hier die Macht und erwarte nicht von mir, dass ich mich zeige. Werden Teufel tun. So, das hatten die nicht, sondern die waren so ganz unbefangen, ne? Als ob ich die Nachbarin wäre. Mhm. Und von das der hat nichts zu befürchten ist. Genau, genau. Die guckten freier. Ja. So. Ja, ich verstehe. Und das hat mich beeindruckt und ist bei mir, das hat bei mir gearbeitet. Und ich habe dann angefangen im Internet, das war ja, die Schule wurde 2001 eröffnet, am 11.09.2001. 9-11, also wir hatten vormittags die Feier und nachmittags kam dann irgendwie. Und dann habe ich gedacht, gut, dass wir heute diese Schule gegründet haben. Die Zeiten werden rau. Jedenfalls war es Anfang der 2000er Jahre und ich suchte dann im Internet und erfuhr dann überhaupt erst, dass es ja in vielen anderen Ländern was anderes gibt und so. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Wir sind dann wieder zurückgekehrt in unsere Heimatstadt in Bremen, schon ein bisschen mit dem Hintergedanken, wir versuchen es da nochmal, wir lassen auch den Kleinen dann einschulen, ganz normal, also mit, das wollten wir ihm auch einfach nicht nehmen, das ist mit Zuckertüte und alle Großeltern fragen, ja, du kommst ja jetzt in die Schule und so, ne? Mhm. Kinder wollen ja gar nicht anders sein. Ja, genau. Aber wir hatten dann schon im Hinterkopf, wenn das wieder nicht klappt, dann haben wir in so einer kleinen, Bremen ist keine Kleinstadt, aber in einem kleinen Bundesland, wo wir auch verankert sind im Sozialen und im Domchor singen und einfach viele Leute kennen und so weiter, haben wir bessere Chancen, alternative Wege zu gehen, als in einem Allgäuer Dorf, wo München für uns zuständig gewesen wäre und wir irgendwelche zugereisten Saupreußen gewesen wären, die rumzicken, ja. Und dann haben wir hier die Kinder eingeschult in einer Modellschule mit jahrgangsübergreifendem Unterricht und pipapo, ganz motivierten Lehrerteam. Das waren auch wirklich sehr, sehr nette Lehrer. Und die Kinder sind auch hingegangen, fanden das alles total cool mit Mittagessen in der Schule und so ein paar Tage lang. Und dann war es wieder derselbe Effekt. Sie hatten sich offen drauf eingelassen und dann sagt sie, also ehrlich gesagt, ne, irgendwie immer ist was. Hat wieder einer die Lehrerin angespuckt oder Fußball gespielt in der Klasse oder so. Und es ist immer nur sowas. Und wenn dann mal Unterricht ist, dann weiß ich es schon. Ne? So. Also sie waren einfach und fanden, der Kleine fand dann, der ist sehr, sehr sensibel, sensorisch und fand, da stinkt's und da riecht's nicht gut. Und beide kamen, und inzwischen weiß ich, dass das bei sehr vielen Grundschülern so ist, beide kamen nach der Schule wie vom Teufel gejagt nach Hause geprescht und ich wusste schon, das Klo muss frei sein. Sie wollten nicht in der Schule aufs Klo gehen, weil ihnen das irgendwie zu eklig war. Und sie wollten da im Grunde ihre Markierungen gar nicht setzen und kamen dann nach Hause und mussten dann eben ganz dringend und haben, und ich weiß, damals habe ich auch gedacht, meine Kinder sind komisch. Zwischendurch habe ich das aber schon so oft gehört, dass Kinder morgens wenig trinken, damit sie nicht in der Schule aufs Klo müssen. Jetzt heute in der Ganztagsschule ist das kein Thema mehr, ne? So. Aber das Grundproblem schon, nicht wahr? Das Grundproblem ja, aber das kann man nicht durchhalten, bis damit das um vier. Aber das heißt, der Große war dann die ganze Zeit zur Montessori-Schule gegangen oder war dann schon zu Hause? Er ist ein gutes Jahr zur Montessori-Schule gegangen und dann haben wir hier, sind wir erstmal umgezogen und haben erstmal gedacht, so jetzt erstmal langsam und haben erstmal ein paar Wochen und dann noch ein paar mehr Wochen irgendwie, haben gedacht, so jetzt kommen ja schon bald die Sommerferien und irgendwann haben wir uns dann um eine Schule gekümmert. Und dann gab es eine riesige Aufregung, wie wir es wagen konnten, umzuziehen und nicht sofort am zweiten Tag nach dem Umzug da auf der Matte zu stehen. Und so, also wir wurden dann sehr angegangen und haben dann ja uns auch brav in die Schule bewegt und haben, ach so, und dann habe ich damals noch gesagt, der Ältere würde, wir würden gerne diese Schule ausprobieren. Er würde da gerne hospitieren. Das wurde als eine derartige Unverschämtheit, das Hospitieren, es ist ja wie wenn ein Gefangener sagt, ich möchte erstmal in dem Gefängnis hospitieren. Also das geht ja gar nicht. Ne? Das, den Vergleich finde ich gar nicht schlecht. Ja, ja, also wie hospitieren? Er muss zur Schule und hier ist der Sprengel und jetzt wird hier gegangen. Ne? Naja, und wir haben natürlich immer gehofft, vielleicht gefällt es ihnen ja doch, denn es ist einfach sehr ungemütlich. Es macht es alles sehr viel leichter und bequemer. Man hat auch mehr Ruhe zu Hause. Ja. Und
wir konnten es ja sowieso nur anbieten, weil wir beide damals zu Hause gearbeitet haben. Und also das, uns war nicht behaglich dabei. Es war jetzt nicht so, dass wir sagten, oh, und dann ziehen wir das mal eben durch mit dem Freilernen oder so. Wir haben, ich habe dann mit Zittern und Zagen, habe ich dann gedacht, so jetzt sagen wir mal, die Kinder sind weg. Ich bin ja Übersetzerin auch und habe ein Projekt in Irland. Ich hatte da auch tatsächlich eine Freundin, die Übersetzerin war und wo wir uns sogar hätten irgendwie einquartieren können, aber gar nicht wollten. Wir waren ja gerade erst nach Bremen gezogen. Und jetzt, sind die Kinder in Irland. Und dann haben wir das an die Schulbehörde gemeldet, haben die Kinder abgemeldet, haben sie sogar polizeilich abgemeldet. Und nach 6 Wochen klingelt es an der Haustür und dann kam ein athletischer, großer Herr, der früher bei der Polizei gewesen war, und zeigte mir sein Kärtchen, Beratungsdienst gegen Schulvermeidung Bremen Nord, wo ich dachte, boah, die haben offensichtlich sogar in mehrere, wenn das Bremen Nord heißt, heißt es ja, in Bremen Mitte und in Bremen so und so gibt's ja auch einen eigenen Beratungsdienst. Und bei uns hingen im Flur die Adventssäckchen so an der Schnur und ich sagte, ja, meine Kinder sind in Irland. Ich kann einfach auch nicht gut lügen. Naja, und dann sind wir in die Offensive gegangen, weil uns klar war, jetzt gibt es Ärger. Und wir haben uns gedacht, wir sind jetzt nicht die Opfer, sondern wir verklagen unsere Stadt auf das Recht unserer Kinder, frei lernen zu dürfen. Also wir haben dann abgewartet, bis das erste Zwangsgeld kam. Es kam bei uns gleich ein Zwangsgeld und kein Bußgeld. Das wurde auch begründet, weil wir ja Überzeugungstäter wären und wüssten, was wir täten. Es ging also dann gleich mit 1.000 oder 1.500 Euro Zwangsgeld los. Und dann haben wir gesagt, so, und jetzt, wir sind hier diejenigen, die handeln, also nicht die Opfer, und die nicht einfach nur da sitzen und zittern, und haben dann unsere Stadt verklagt und haben etliche Prozesse geführt in etlichen Instanzen und haben die alle verloren. Ach, wer hat das finanziert? Ja, also auch heute ist es noch so, dass ich nicht viel verdiene, aber aufgrund unserer finanziellen Situation haben wir Prozesskostenhilfe beantragt und die haben wir tatsächlich sogar gekriegt. Mhm. Und es war auch so, das muss man wirklich auch sagen, dass die lokalen Behörden hier vor Ort anfangs eigentlich sehr kooperativ waren, mhm, und das durchaus nachvollziehen konnten. Und ich erinnere mich an einen Herrn, der dann später leider irgendwie ist er dann woanders hingegangen oder ist ausgeschieden aus dem Dienst. Aber der sagte, naja, das nennen wir modifizierte Form der Schulpflichterfüllung. Da finden wir einen Weg, ne? Und da waren wir eigentlich, weil wir ja auch gute Forschungsergebnisse vorweisen konnten, weltweit und so weiter, ganz zuversichtlich. Und Wochen später kam dann eine ganz kleinlaute E-Mail, ja, nach intensiven Diskussionen hier im Hause und an übergeordneter Stelle muss ich Ihnen leider mitteilen, also so einfach geht es jetzt gar nicht. Und die waren also wirklich zurückgepfiffen worden, wie man so schön sagt. Und sagten uns dann auch, es gibt einen Kultusministerkonferenzbeschluss, Homeschooling nicht, gar nicht, nie, irgendwie immer gleich schön die Flämmchen austreten. Ne? Na gut, und wir haben alle Prozesse verloren, hatten aber dadurch, wir hatten sehr viel mediale Aufmerksamkeit, da waren also wirklich dann mehrere Fernsehsender, pipapo, weil wir es auch ganz gut hingekriegt haben, rüberzubringen, dass wir eigentlich eine ganz normale Familie sind. Und nicht irgendwelche Rebellen, die weder religiöse Sektierer noch irgendwelche hochalternativen filzbeschuhten Freaks. Ja, ja, ich habe überhaupt nichts gegen Filz, ja, aber ich verstehe, was du meinst. So, wir haben auch wir haben einfach auch alle Normalität, die wir aufbringen konnten, rausgekehrt. Ja, klar. Ne? So, und dann nicht noch angefangen, ja, und wir essen auch kein Fleisch und überhaupt und ich bringe esoterische Bücher raus oder so. Habe ich natürlich nicht erzählt. Und im Nachhinein, als die Angriffe gegen mich dann schärfer wurden, es gibt einen ganz langen Artikel über mich im Internet, wo mir der goldene Aluhut oder so verliehen worden ist. Das ist so ein abwertender Schmähpreis.
wo dann ganz ausführlich es darum geht, dass es ja doch erstaunlich ist, dass ich es geschafft habe, jahrelang in den Medien präsent zu sein als Freilernermutter. Und keiner hat gemerkt, dass ich eigentlich eine ganz Schlimme bin, die spirituelle Bücher rausbringt und die überhaupt irgendwie schreckliche Ansichten hat und irgendwie sowas. Und mit Leuten redet, mit denen man einfach nicht reden darf. Und mit alternativen Fernsehsendern, mit denen man auch nicht reden darf. So. Aber es ist mir ganz gut gelungen, normal zu wirken. Und die große Herausforderung eigentlich, jetzt natürlich macht es Angst, weil man weiß, die können das Haus umstellen und dann sind die Kinder weg und so. Und da waren wir uns auch sehr klar, es geht hier nicht darum, irgendwas durchzuziehen auf Kosten der Kinder. Mhm. Bevor die Kinder aus dem Heim zur Schule gehen, gehen sie von uns aus zur Schule. Also da sind wir auch kein Risiko eingegangen. Also das brauchte schon mal Mut, aber eigentlich der größte Mut, also für mich war das Schwierigste, das Vertrauen aufzubringen, dass aus meinen Kindern trotzdem was werden kann. Ja, das kann ich so verstehen. Denn das ist, andere Leute haben auch Schwierigkeiten mit ihren Kindern oder die Kinder haben Schwierigkeiten oder irgendwas läuft nicht so. Aber bei uns war es natürlich immer so, wenn da ein Pups quer saß, haben wir gedacht, das liegt bestimmt daran, dass sie nicht zur Schule gehen. Oder zumindest stand das immer im Raum. Mhm. Und unser gesamtes soziales Umfeld mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, da muss ich also wirklich meine Mutter an dieser Stelle lobend erwähnen, die mir dann immer erzählt hat, ja, sie war damals auf der Flucht und dann war auch ständig eine neue Schule. Und ihre Mutter hat dann auch mal gesagt, ach komm, bleib liegen, ich schreibe dir eine Entschuldigung, weil es einfach auch sinnlos war im Grunde, ne? Die hat das eigentlich als Einzige gleich nachvollziehen können. Und sonst waren wir natürlich sehr, sehr großer Besorgnis einfach ausgesetzt. Und auch im Freundeskreis einfach, man hat das nicht, also man, und das ist eigentlich das, was den Mut kostet. Da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das ist wichtig, dass du das sagst, weil ich immer wieder auch von Eltern höre, die überlegen, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen, dass immer die Angst da ist, wird aus meinen Kindern was? Inzwischen gibt es ja Untersuchungen, dass aus denen sehr wohl was wird, nur nicht unbedingt das, was wir an vorgefahrenen Straßen oder Entwicklungsmöglichkeiten kennen. Ja? Aber sie werden dann, sagen wir mal so, ich würde das so formulieren, sie haben die Chance, noch viel leichter sie selbst zu sein. Nur das entspricht nicht unbedingt dem, was wir so kennen. Und das braucht wirklich Mut und Standvermögen. Also ja, also man möchte ja das Beste für die Kinder. Ja. Und wenn dann wirklich, wir haben natürlich auch sehr viel Post gekriegt, auch immer dann, wenn wir im Fernsehen gewesen waren, da kamen wüsteste Beschimpfungen und eure Kinder werden es euch heimzahlen, was ihr ihnen antut. Und man sollte euch einsperren und man sollte euch die Kinder wegnehmen und man sollte euch am besten teeren und federn. Also da kam ganz, ganz viel Aggression. Und da hat mir sehr geholfen, dass ich dann irgendwann verstanden habe, auch in den Diskussionen, in den unendlichen Diskussionen. Natürlich war es auch so, dass ich eine Zeit lang ein gefürchteter Festgast war, weil ich nicht in der Lage war, über irgendwas anderes zu reden. Das hat sich dann im Laufe der Zeit wieder gelegt. Aber es kam so viel, meint ihr denn, wir wären gerne zur Schule gegangen? Da muss man eben durch. Und so dieses, das kann nicht sein, dass es auch ohne geht, denn dann wäre ja all das, was ich erlitten habe, umsonst oder vergeblich gewesen. Genau, ich hätte umsonst gelitten. Ja, und diesen Effekt kenne ich auch von mir selber, dass ich manchmal, wenn meine Kinder eben wirklich, sie sind tatsächlich überwiegend fröhlich umhergesprungen und haben gespielt und die Nachbarn haben gesagt, naja, wenn man eure Kinder nicht auf dem Trampolin hört im Garten, dann kann man schon gleich den Regenschirm nehmen, so, weil sie immer draußen waren. Jedenfalls, als sie noch kleiner waren. Später haben sie natürlich auch den Computer entdeckt. Und es ging ihnen einfach gut. Und es gab so einen Teil in mir, der dachte,
geht das denn, dass es denen jetzt einfach nur immer gut geht? Brauchen die nicht auch so ein gewisses Maß an Leid und Qual? An Druck und Disziplin und. So, also, so wie man sagt, ein Schmetterling muss ja diese Anstrengung, sich aus dem Kokon frei zu strampeln, haben, sonst entfalten sich die Flügel nicht. Ja. Das war dann so meine Sorge. Ja. Abgesehen davon, dass ich fand, irgendwie, das wäre ja wohl noch schöner, dass die jetzt einfach den ganzen Tag nur enthusiastisch spielen und ich habe mich so gequält. Ich habe es ihnen natürlich gegönnt, aber es gab ja, so, das verstehe ich. So, das lief so mit, so dieses kleine, ne? Das hat was Deutsches, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Es hat einfach etwas, man hat selber etwas erlitten und der Vorgabe, das braucht jeder. Und dann sieht man, dass andere es gar nicht unbedingt brauchen. Ja. So, und uns wurde natürlich auch immer gesagt, ja, wenn es euren Kindern so gut geht, wie sollen sie denn dann lernen, mit Widrigkeiten umzugehen? Genau. Und wie sollen sie denn dann später im Beruf mit einem Kollegen klarkommen, der ihnen nicht passt, wenn ihr ihnen jetzt sagt, ihr dürft aus der Schule fernbleiben? Das, was ich meinte mit, wir sind das ja gewohnt, dass alles, was einen Wert hat, mit harter Arbeit verbunden ist. Ganz genau. Und wir haben das so verinnerlicht, dass es fast wie ein Verbot sich anfühlt, dass es jemandem einfach nur gut geht. Ganz genau. Der muss da wenigstens ein bisschen harte Arbeit leisten, damit er hier auch was Wertvolles erreichen kann. Genau. Das ist so ein Konzept, was ich so lange auch drin hatte, was mir sehr schwer gefallen ist, loszulassen. Ja, also ich bin immer noch dabei, das loszulassen. Das ist einfach so. Wir sind da ja sehr geprägt. Ja. Ich finde es nur nicht typisch deutsch. Typisch deutsch ist was anderes. Darauf komme ich gleich. Denn unsere ganze westliche Welt ist ja davon geprägt. Das, typisch deutsch ist, dass ich auch heute noch immer wieder Post kriege, wir möchten auch so gerne, dass unsere Kinder frei lernen können. Wann glauben Sie denn, wird es auch in Deutschland erlaubt sein? Und Lenin oder so jemand hat schon gesagt, wenn die Deutschen eine Revolution machen, kaufen sie sich vorher noch eine Bahnsteigkarte. Ja? Wir haben einfach in uns dieses starke Bedürfnis. Ich glaube, es gibt da einen positiven Anteil davon. Wir wollen sozusagen, eigentlich wollen wir in Einklang mit der göttlichen Ordnung sein, und mit der Natur. Das ist auch ein starker Aspekt bei uns. Aber wir wollen nichts Verbotenes tun. Ja. Und wir machen uns noch gegenseitig darauf aufmerksam. Das darf, das darf man hier aber nicht oder so. Oder ja, mir hat gestern jemand erzählt, es gibt jetzt eine App, die in einem anderen Land unter völlig anderen Bedingungen entwickelt wurde, wo man dann dann per App Parksünder melden kann. Also grauenvoll. Für das deutsche Gemüt ist das ein gefundenes Fressen, genau für diese unangenehme Eigenschaft, andere auch immer auf das Falsche aufmerksam machen zu wollen. Aber egal, jedenfalls ist das das war diese Sorge, den Kindern zu schaden. Ja. Das war eigentlich mein größtes Problem all die Jahre. Denn wenn in der Sicherheit, die ich natürlich intuitiv immer wieder mir aufgebaut habe und in vielen Gesprächen auch von anderen Eltern im In- und Ausland, habe ich mir auch immer wieder Hilfe geholt. Aber das war im Grunde das Größte, denn wir sind ja das größte Risiko. Denn wir wollen ja, dass eben unsere Kinder sich gut entwickeln. Und das zweitschwerste, schwierigste war, im Dissens zu sein, im Gegensatz zu allen anderen. Also da sind so viele Freunde, waren dann doch irritiert und haben sich Sorgen gemacht und fanden irgendwie so richtig, so ganz, ne? Oder wir hatten dann selber, wir sind ja auch inzwischen geschieden und hatten dann Schwierigkeiten und wollten uns Rat suchen und haben dann uns jemanden ausgesucht da irgendwie. Eigentlich um unsere Eheprobleme zu besprechen. Und in dem Moment, wo dann klar wurde, unsere Kinder gehen nicht zur Schule und wir sind die Familie, da haben wir dann innerhalb von Minuten oder Sekunden, Gott sei Dank, beide gemerkt, Moment, jetzt geht es nur noch darum, hier rauszukommen, ohne dass die sich in uns festbeißt und das Jugendamt irgendwie, ne? Also wir haben dann das Gespräch mit der zu Ende geführt und haben dann hinterher wirklich gesagt, pui, das war knapp, weil die uns dann erklärte, wir wären offensichtlich ein ganz krankes System und bräuchten dringend Hilfe und vor allem unsere Kinder bräuchten Hilfe, denn wir würden sie zu Hause behalten, um unsere Ehe zu stabilisieren und so, was definitiv nicht der Fall war. Ich glaube, es war eher umgekehrt, wenn wir diesen,
diesen gemeinsamen Kampf nicht gehabt hätten, wären unsere Schwierigkeiten schon vorher, hätten die schon vorher zu einer Trennung geführt. Aber da haben wir so gemerkt, oh, jetzt aber nichts wie weg hier. Und haben dann der dann im Nachhinein sehr höflich und freundlich geschrieben, vielen Dank. Und wir hätten jetzt jemand anders gefunden, damit sie wusste, wir sind weiter in Beratung, wir laufen nicht frei rum, ne? mit unseren freien Kindern. Und das war aber, da haben wir so richtig gemerkt, wie Menschen, die sich uns offen und freundlich und unvoreingenommen nähern, in dem Moment, wo das rauskommt, wieder im Grunde eine Klappe fällt. Und ich konnte das so gut verstehen, weil... Ja, weil ihr weil bestimmte ich, feststehende Grundsätze in Frage stellt. Ja. Es gibt, Grundsätze geben ja auch zumindest scheinbar eine Sicherheit. Ja. Und wenn jemand die in Frage stellt, dann rüttelt er ja an dem eigenen Sicherheitssystem. Ne? Ganz genau. Und das war auch der Grund, weshalb wir die, die Prozesse immer verloren haben. Wir hatten wunderbare Beweisanträge. Ich hatte da also wirklich mich selbst übertroffen und auch die Anwälte mit Infos gefüttert und so weiter. Denn da hatten wir dasselbe Problem. Finden Sie mal einen Anwalt, der wirklich innerlich das nachvollziehen kann. Ja. Und nicht nur findet, irgendwie, naja, aber gut, ich werde dafür bezahlt, ne? Und kompetent war natürlich auch niemand, weil es das ja gar nicht gab. Und die Beweisanträge, die wir brachten, die wurden alle abgelehnt. Und der Richter sagte dann, das weiß man doch, dass Kinder in die Schule müssen, weil sie sonst nichts werden. Das weiß man doch. Dass sie sonst nichts werden, ja. So, und ja, aber für mich war der entscheidende, das weiß man. Und da brauchten die gar keine Beweise. Das war einfach... So ist es. So ist es. Und mir hat dann jemand gesagt, na ja, das kann dann, das wird sich auch ändern, wenn dann Richter im Amt sind, die in ihrem Studium schon dann mal ein paar Auslandssemester hatten, unter Umständen dann was anderes mitgekriegt haben. Das weicht sich schon auf, aber diese Richtergeneration, die weiß das einfach. Und da muss man überhaupt nicht diskutieren, das ist doch lächerlich, ne? Und na gut, wir haben dann Wege gefunden, wir sind dann ja mit großem Trara ins Ausland gegangen, so mit weinender Oma vor dem abfahrenden Auto und so weiter und sind nach 2 Monaten wiedergekommen, aber da alle im Fernsehen gesehen hatten, dass wir im Ausland sind, ich habe in diesen Jahren unglaublich viel über die Macht der Medien gelernt. Das glaube ich. Weil erstens wir natürlich Bauklötze gestaunt haben, wie das alles so läuft in Wirklichkeit und wie viel da gestellt ist und so. Und vor allem, wie man dieselben Bilder, dadurch, dass man einen bösartigen Text unterlegt, ja, wir sitzen da und sind fröhlich und haben das Gefühl, kommt gut rüber. Und die Journalisten haben uns das dann auch vermittelt und viele waren auch wirklich loyal, also haben es auch wirklich gut gebracht. Aber einige haben dann auch hinterher was vollkommen anderes erzählt. Mhm. Und das, ja, diese Erfahrungen, das haben mich sehr, sehr aufwachen lassen. Mhm. Gut, und da eben alle wussten, wir sind im Ausland, wenn wir dann im Bioladen jemanden getroffen haben, man trifft ja auch nicht alle seine Bekannten ununterbrochen, haben die dann gesagt, ach, seid ihr gerade hier zu Besuch? Und so, ja, wir sind gerade hier zu Besuch. Und unsere Kinder waren sogar im Fußballverein und im Kinderchor und so. Und das lief alles, weil die Behörden dann auch, glaube ich, solange wir im Ausland waren, waren sie sehr gerne bereit, uns das zu glauben und das ruhen zu lassen. Es kam dann einmal im Jahr ein freundlicher Polizist, der hier klingelt und sagte, ich wollte mich nur erkundigen, Ihre Kinder sind noch im Ausland. Ja, wir sind gerade jetzt zufällig und sind aber im Grunde schon dabei, die Koffer wieder zu packen. Gut, so, ja. Also das, und wir wurden dann im Laufe der Zeit auch immer lässiger damit. Ne? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist so mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, wenn man nicht in die Opferrolle reinsteigt und vor lauter Angst nur noch sitzt und was kommt jetzt und was machen die jetzt und nehmen sie uns die Kinder weg, sondern wie du schon gesagt hast, nicht in der Opferrolle zu bleiben, sondern zu sagen, nein, ich bestimme hier in meinem Leben. Also so eine klare innere Haltung zu haben. Ja, und sich nicht schuldig zu fühlen. Also ich berate heute noch nicht mehr so viele, weil ich dann auch das denke, ich habe genug getan. Aber wenn Eltern kommen und es darum geht, wie können wir das durchziehen und so, das ist ein extrem wichtiger Punkt, denn wir Deutschen besonders sind sehr davon geprägt, dass wir uns schuldig fühlen. Mhm. Und so wie wir etwas machen, was nicht erlaubt ist,
haben wir eigentlich das Gefühl, dass das ist so ein Mal auf unserer Stirn irgendwie. Und wir fühlen uns so schuldig. Und das wenn wir das ausstrahlen, wenn ich dann zum Beispiel jetzt zu unseren Freunden und Nachbarn gesagt hätte, ja, meine Kinder gehen nicht zur Schule und aber sag's nicht weiter, ja, so in der Haltung, dann hätten die Nachbarn das Gefühl gehabt, wir machen uns an einem Verbrechen mitwisserhaft schuldig und hätten das gar nicht ausgehalten. Aber, und das habe ich den Eltern immer dann auch eingeschärft, weil ich es selber so erlebt habe, indem ich ausgestrahlt habe, ich bin im Recht und das, was ich tue, ist richtig. Und ich habe dann auch nicht gesagt, ja, wir machen das alles illegal und so. Ich habe gesagt, ja, wir haben da jetzt einen guten Weg gefunden. Ne? Stimmt ja, ne? Ja. So, aber ich habe nicht so dieses oh, ausgestrahlt, sondern, sondern eine Gelassenheit, eine Selbstverständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit. Und dann hatten die anderen das Gefühl, ah, die haben da einen Weg gefunden und die wirken entspannt. Und dann haben sie sich auch entspannt. Aber, und das war dann auch immer mein Problem. Immer wenn wir das Gefühl hatten, wir haben da jetzt ein Stück Weges geschafft im Hinblick auf die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und haben wieder eine gute Sendung im Fernsehen gehabt und so, dann kamen irgendwelche Überzeugungstäter mit festgefügten Märtyrer-Ambitionen und haben einfach da so einen Kampf inszeniert. Und ist zum Teil, muss ich wirklich sagen, zum Teil aus Naivität ist es dann zum Äußersten gekommen, dass die Kinder weg waren. Zum Teil aber haben sie es auch zum Teil wirklich darauf angelegt, so dem System jetzt mal zeigen und so. Und das ist eine Don Quixote-Haltung in meinen Augen. Mhm. Man zeigt es dem System nicht, indem man im offenen Kampf das System besiegt, jedenfalls nicht, wenn man so verletzlich ist wie Eltern von Kindern. Mhm. Das kann man vielleicht machen, wenn man irgendwie allein und unabhängig ist und irgendwie wenig zu verlieren hat und notfalls sofort verschwinden kann oder so. Aber uns ging es ja und es sollte uns als Eltern ja auch darum gehen, als allererstes, dass unsere Kinder gut aufwachsen können und sich glücklich und entspannt fühlen. Und nicht, dass wir es dem System zeigen, denn dem System zeigen wir es, indem meine Kinder ohne Schule ihr Leben genossen haben und jetzt frei und fröhlich sich in unserer Gesellschaft bewegen. Dadurch habe ich es dem System viel mehr gezeigt, als wenn ich jetzt irgendwelche Prozesse gewonnen hätte. Ne? Und ich finde auch allein schon die Formulierung, es dem System zeigen, bin ich ja bereits in einer Kampfesenergie. Ja. Und es geht einfach nur darum, neue Wege zu beschreiten, um dann die Möglichkeiten zu eröffnen. Mit Kampf verlieren wir immer Energie und ich fand gerade deinen Ausspruch sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir als Eltern von Kindern halt sehr verletzlich sind. Ja. Und dann ist es auch sehr schwer, in einer neutralen Haltung zu bleiben, wenn wir uns bedroht fühlen in dem Raum, mit dem Raum bedroht fühlen, in dem wir Kinder aufwachsen lassen wollen. Also wenn wir schon eine Freiheit geben können, die aber im Außen noch nicht so möglich ist. Ja. Das ist ja für das Außen eine Herausforderung. Mein Gott, da nimmt sich jemand eine Freiheit, die habe ich nie gehabt. Wie können die nur? Weil wir eigentlich das auch gerne gehabt hätten, uns das aber nicht erlauben. Dass ein anderer sich erlaubt, ist ja sehr ärgerlich, wenn ich mir das selber nicht erlauben kann. Kann ja sehr auf die Palme bringen. Und gleichzeitig als jemand, der schon diese Freiheit den Kindern geben kann, ist es ja sehr bedrohlich, von allen Seiten in Frage gestellt zu werden. Ja. Und da wirklich in der Ruhe zu bleiben, in der Gelassenheit zu bleiben, ist wirklich eine große Herausforderung. Also ich habe gerade nochmal den Impuls, da möchte ich dir einfach nochmal oder euch nochmal meine Wertschätzung aussprechen. Das ist ja wirklich kein einfacher Weg. Und das möchte ich nochmal Eltern einfach sagen, nochmal auch das bewusst zu sehen, dass wir als Eltern von Kindern wirklich so verletzlich sind und dass es dann wichtig ist, immer wieder auch auf uns zu schauen, wie geht's mir damit? Es macht keinen Sinn, dann nur für das Wohl der Kinder zu sorgen, wenn ich mich damit überhaupt nicht wohlfühle. Es muss irgendwo auch im Gleichgewicht bleiben und das ist wirklich nicht ganz einfach. Würdest du dem zustimmen? Also ich hätte jetzt gedacht, du sagst, ich muss immer auf das Wohl der Kinder schauen und mich nicht in meinem eigenen Kampf verlieren. Wenn ich jetzt das Gefühl gehabt hätte, meine Kinder wären total gestresst gewesen und es wäre und sie hätten einen Pieps gesagt, Mama, wir wollen lieber in die Schule gehen als diesen Stress hier, dann hätte ich das sofort, wäre ich dem sofort gefolgt. Yeah. Ich denke schon, dass wir als Eltern
das ist sozusagen so eine instinktive Säugetiergeschichte. Wir gucken auf unsere Kinder und stellen unsere eigenen Bedürfnisse zurück. Natürlich muss ich darauf achten, dass ich in meiner Kraft bleibe und dass ich auch wieder meine Orte habe, wo ich mich ausheulen kann und mich anlehnen kann und sagen, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Aber dass wir für unsere Kinder etwas tun und dafür viel Ungemach in Kauf nehmen, das ist eigentlich in uns angelegt und das ist natürlich und das finde ich auch nicht schlimm. Also dieses, dass ich jetzt die ganze Zeit, das wird, also für mich war es jedenfalls immer so, dass ich natürlich auch dachte, jetzt kann ich aber dies und das und jenes nicht, aber ich war, das war für mich ganz klar, das ist eine vorübergehende Phase Ich denke, wenn wir uns dafür entscheiden, Kinder zu haben, dann übernehmen wir auch eine Verantwortung und dann dürfen wir uns auch wohl damit fühlen, selber mal bei unseren Bedürfnissen Abstriche zu machen und zurückzustecken. Das ist natürlich und uns wird heute immer so, ja, und wenn du irgendwie, und du musst ja auch selber und was, du kannst jetzt keinen Urlaub ohne Kinder mehr machen und du kannst nicht mehr dies oder das, das geht aber nicht und du musst doch glücklich sein. Man kann auch sehr gut glücklich sein, während man etwas aufbaut oder anderen Menschen hilft, ins Leben zu kommen. Und dann geht eben nicht immer alles. Also diese, da braucht sie Bewusstheit. Ne? So, genau. Also dass ich weiß, das ist eine gewisse Spanne, da stecke ich zurück, weil mir das wichtig ist, dass es meinen Kindern gut geht. Es gibt ja dieses andere Extrem, dass immer die Kinder die wichtigsten sind. Ja. Dann lernt das Kind ja eher, andere sind wichtiger als ich. Und das ist nicht unbedingt das, was man vielleicht Kindern vorleben möchte. Also da gibt's, aber da gibt es diese Bewusstheit. Ja, natürlich. Und unsere Kinder haben natürlich auch eine Mutter erlebt, die sich selber ausdrückt und die sich nichts, die sich nichts gefallen lässt, die aber auch nicht so jetzt eben in den Kampf geht. Unnötig in den Kampf geht. Unnötig in den Kampf geht. Und in diesem, also ich glaube, wie du richtig ja auch schon gesagt hast, wir verändern ja die Welt und erschaffen uns eine neue Art, hier zu sein, indem wir neue Dinge tun und nicht indem wir die alten bekämpfen. Und und gerade in dieser Situation, wo man so machtvolle Behörden gegen sich hat, muss man sich einfach da auch hindurch labyrinthieren. Und ich habe, ja wirklich, es ist wie so ein Labyrinth, ne, und immer gucken, da geht's nicht lang, aber da könnte es weitergehen und nee, auch nicht, aber jetzt, und dann öffnet sich da eine Tür und man kann das nicht vorher sagen, so, das machen wir jetzt und Schulpflicht ist 12 Jahre und so und so und so. Wenn man jedenfalls in Deutschland bleiben will. Es sind ja auch viele Eltern, die dann ins Ausland gehen. Ich weiß, Und da habe ich sehr großen Respekt davor, weil das ein großes Opfer ist. Heimat ist ja nicht die Schulbehörde, sondern Heimat sind die Eltern, die Großeltern, die Landschaft, die Sprache, die Kultur, alles Mögliche. Und das alles aufzugeben oder hintanzustellen für diese Freiheit, das ist wirklich ein großer Schritt. Und es ärgert mich auch ein bisschen, dass ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass diese Behörden gerade diese Superfamilien dann sozusagen aus dem Lande treiben. Aber gut, das ist auch ein Teil. Und ich habe auch viele Eltern beraten, die sich gewünscht hätten, mit ihren Kindern diesen Weg gehen zu können und die dann anhand ihrer Situation, anhand dessen, was ich ihnen erzählt habe, einfach gesehen haben, im Grunde ist es besser, ich begleite mein Kind verständnisvoll durch die Schule und helfe ihm, da gut durchzukommen, indem ich den Druck, den die Schule macht, nicht noch selber verstärke, sodass ich sozusagen der verlängerte Arm der Schule bin und das Kind bestrafe, wenn es schlechte Zensuren hat und so weiter. Sondern ich eröffne zu Hause diesen Freiraum, diesen anderen Stress halte ich nicht durch oder ich habe nicht den Partner, der damit einverstanden ist oder ich lebe von Hartz IV und kann mich überhaupt nicht bewegen. Es ist auch möglich, dass die Kinder zur Schule gehen und in der Schule lernen, das ist öde und blöd und ganz vieles und zu Hause den Freiraum haben. Es gibt ja Gott sei Dank viele, viele Kinder, die die Schullaufbahn durchlaufen haben und entweder Glück hatten mit guten Lehrern und so weiter oder es irgendwie so weggesteckt haben, weil sie zu Hause einen anderen Rückhalt hatten und andere Perspektiven hatten.
Das muss man auch noch mal sehen. Ja, es gibt kein, es muss, und wenn mein Kind in die Schule gehen muss, dann kann aus ihm nichts werden. So ist es auch nicht. Mhm. Ne? Weder ist es umgekehrt ja, so, genau. noch so, sondern gibt was, alle Abstufungen. Genau, was, genau. was Kinder vor allem brauchen. Und das ist ja die Arbeit, die für mich gleichzeitig dann damit auch angefangen haben, ins Bewusstsein zu heben, was Kinder vor allem brauchen, sind Erwachsene, die verstehen, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass sie da einen Samen, einen Schößling haben, von dem kein Mensch weiß, was ist das eigentlich für ein Baum? Denn den Baum gibt es nur einmal und es gibt auch keine Pflegeanleitung, sondern man muss es irgendwie rausfinden durch Beobachtung und oh, das war jetzt zu viel gegossen, oh, jetzt lässt er die Blätter hängen. So, und die sozusagen diese ich bin der jemand, der das Kind begleitet und ihm die Bedingungen bietet, ja, und Schule, damit es sich optimal entfalten kann. Und ich weiß aber gar nicht, da gibt's ja dieses wunderbare, ne, Kinder wohnen in dem Haus von morgen, in das ihr nicht gelangen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Und die mit diesem Verständnis ihre Kinder begleiten und ich fand halt Schule, das, was ich an Schule für meine Kinder ermöglichen konnte, war dem nicht zuträglich. Und ich bin diesen Weg gegangen und bin total selig, dass ich das getan habe. Und habe auch immer wieder meine Kinder gefragt, hör mal, ihr könnt wirklich in die Schule gehen. Und sie sind ja auch beide, als sie dann 16 waren, da haben sie das zweite Halbjahr der Realschule mitgemacht, weil das einfach die einfachste, lockerste Möglichkeit war, Realschulabschluss zu kriegen. Hatten also ihr Schulpraktikum und es hat ihnen auch also viel gebracht, weil sie dann natürlich mit 16 an den sozialen Aspekten interessiert waren und das, was sie sonst eben eher nur auf YouTube sozusagen erfahren konnten, dann eben wirklich mit anderen jungen Leuten täglich zusammen sein zu können und normal zu sein und so, das war sehr schön für die beiden. Sie haben es auch genossen und sie kamen auch super klar. Aber beide haben sie danach gefunden, okay, war nett und habe nette Leute kennengelernt, aber die kann ich ja jetzt auch außerhalb der Schule treffen. Reicht jetzt, ne? Also jetzt reicht's. Also im Grunde Wiederholung. Kindergarten angucken, jetzt weiß ich, wie es geht, brauche ich nicht mehr. Genau. Schule angucken, wie es geht, brauche ich nicht mehr. Weiterhin nochmal Schule, ja, weiß ich, wie es geht, brauche ich nicht mehr. Ja, genau. Und das... Also ich habe sie nie gezwungen, zu Hause zu bleiben, im Gegenteil. Es gab viele Situationen, wo sie dann auch gesagt haben, also wenn es jetzt irgendwie überhaupt nicht anders geht und so, wir können auch zur Schule gehen. Ne? Und wir gesagt haben, ja klar, das ist super, aber es geht noch und wollt ihr zur Schule? Nein, wollen wir natürlich nicht, aber wir würden. Ne? Ja. So. Ich denke, wenn man die Entscheidungsfreiheit hat, das macht so viel aus. Ja. Und wenn ich weiß, ich kann mich entscheiden, dann kann ich auch mit Widrigkeiten eine Weile umgehen, wenn ich immer so das Gefühl habe, ich muss das nicht auf Teufel komm raus tun. Ich habe zur Not die Entscheidungsfreiheit. Wenn wir noch Zeit haben, würde ich ganz kurz noch einen wichtigen Aspekt ansprechen wollen, den ich gelernt habe, weil ich natürlich gar nichts darüber wusste, was mit Kindern passiert, wenn sie nicht lernen müssen. Ich habe dann auch einige halbherzige Ansätze gemacht, mit ihnen Schule zu Hause irgendwie zu spielen. Und als sie dann anfingen, sich unter der Bank Zettelchen zu schreiben, meine beiden Söhne, habe ich gefunden, irgendwas stimmt hier nicht. das ist einfach nicht meins. Und wir haben jahrelang immer noch so eine unangenehme Angewohnheit gehabt, wenn unsere Kinder uns was gefragt haben, dass wir dann gefunden haben, jetzt ist die Chance, wo wir ihnen Wissen reinstopfen können und dann ausgeholt haben, ne? Und sie dann aber dann auch, ich wollte mehr, danke, das genügt, ne? Und ich habe dann durch die Beobachtung meiner Söhne, nachdem ich dann mit André Stern mich auseinandergesetzt habe und er mir einfach auch ein leuchtendes Beispiel war, wo ich gedacht habe, der ist doch super geworden, können meine Kinder vielleicht ja auch werden. Und so extrem, wie es bei ihm war, dass er eben ja völlig frei von all dem aufgewachsen konnte, war es bei uns ja gar nicht. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, so jetzt
jetzt gucken wir einfach mal. Ne? Nachdem ich gesehen habe, dass sie den Stoff für super 1, so und so viel Hauptschulabschlüsse sich in 3 Wochen reingezogen haben, weil sie halt diesen Abschluss haben wollten und dass sie in der Realschule problemlos, da waren wir schon an dem Punkt, kamen sie dann auch problemlos mit. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben, ihnen was beibringen zu wollen, sondern habe sie einfach spielen lassen. Und sie haben alles gelernt, was sie brauchen, um hier klarzukommen. Und sie haben das meiste davon wirklich spielerisch gelernt. Indem sie, was weiß ich, sie haben dann irgendein umfangreiches Projekt gehabt, wo sie Konzerte gegeben haben, so Playback-Konzerte und hinterher haben sie auch selber gesungen und so. Dann haben sie eine eigene Webseite erstellt, so mit 10 und 12 waren sie da, glaube ich. Und dann wollten sie natürlich Texte formulieren, die sollten natürlich auch fehlerfrei sein. Ja, dann haben sie, also das hat sich alles so entwickelt mit Rechtschreibung und so. Und als es jetzt ums Abitur ging, habe ich dann immer wieder besorgt gefragt, sag mal, was ist denn mit Englisch? Ihr könnt ja überhaupt kein Englisch. Wir waren nie in England mit ihnen und so und überhaupt. Die konnten aber Englisch. Und dann habe ich gesagt, wieso könnt ihr Englisch? Ne? Könnt ihr mir das mal erklären? Ja, wussten sie auch nicht so genau. Und ich denke dann, sie haben einfach, im Internet stößt man ja immer wieder auf Dinge, die man wissen will, aber das Forum ist in Englisch, ja, zum Kuckuck, ja, dann quält man sich da halt irgendwie durch und irgendwie, und oder irgendwelche Songtexte oder irgendwelche tollen Rapper, die ein Interview auf Englisch geben, keine Ahnung, jedenfalls können sie Englisch und auch so viel Grammatik, dass sie beide gute Zensuren hatten, obwohl sie wirklich nie, ich schwöre, irgendwie da beschult worden sind. Und Mathe? Mathe konnten sie beide überhaupt nicht, es hat sie auch nie interessiert und sie haben sich für die Hauptschule und für die Realschule und fürs Abitur jeweils wieder mit Ächzen und Seufzen das reingezogen und gelernt, was sie lernen mussten. Es alleine oder? Der Ältere hat ganz viel YouTube-Videos geguckt. Und ich habe das so ein bisschen mit einem, also es ist ja so, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er entdeckt, dass Mathematik faszinierend ist und dass es ihn interessiert, die Beweise, warum ist das jetzt so? Es hat ihn aber nicht interessiert, ihn interessieren einfach andere Sachen. Mhm. Und es gibt auf YouTube massenhaft Tutorials, die überhaupt nicht den Anspruch haben, irgendwas wirklich verständlich zu machen, sondern also die nur den Schülern helfen wollen, die Klausuren zu bestehen. Und die dann sagen, ja, also warum das jetzt so ist, merkt euch einfach, man muss immer, ne, den von links oben nach rechts unten oder so, ist total unbefriedigend. Weil jeder Mathelehrer davon träumt, dass ich weiß noch, mein Mathelehrer, er hat uns immer mit den Beweisen erfreuen wollen und ich habe sie einfach, es ist mir nicht gegeben, ich konnte das verstehen, was er wollte, aber ich habe es einfach nicht begriffen. Und meine Kinder hat es noch nicht mal interessiert. Und sie haben die Prüfung gemacht, so wie alle anderen, die zur Schule gegangen sind, auch, indem sie sich nämlich genau, haargenau, den Prüfungsstoff so weit drauf geschafft haben, dass sie durchkommen. Mhm. Und das ist die Normalität der Schule. Ja. Und dieses tiefer bohren und mehr wissen wollen und eigenständig forschen, das haben sie mit ganz anderen Dingen gemacht, die in der Schule überhaupt nicht vorkommen und die auch unauffällig sind und unsichtbar. Und meine, weshalb ich das jetzt noch sagen wollte, meine Erfahrung ist, natürliches Lernen ist eigentlich ein unsichtbarer Prozess, weil das Gehirn, weil das Herz einen Wunsch entwickelt und dann der Verstand dabei hilft, sich dafür das an Wissen und an Techniken und an Informationen ranzusuchen, was man braucht, um das tun zu können. Und so geht diese Ordnung und das wird dann abgespeichert und das bleibt auch abgespeichert. Und all das, was man nur lernt, um es in der Prüfung auszukotzen, dieses berühmte Bulimie-Lernen, ja, das ist eben auch dann wieder weg, ne? Also meine Kinder haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft die immer wieder von vorne das 1x1 gelernt haben, weil es sie einfach nicht interessiert hat und weil es nicht haften blieb. Es blieb einfach nicht haften. Und natürlich hätte man da mit Zwang und Druck was machen können, ne? Aber ich habe einfach gesehen, unser Gehirn ist eigentlich, das Gehirn ist eigentlich darauf designed, dass wir schöpferische Wesen sind.
Und die Schule benutzt dieses Gehirn nur, um Sachen reinzufüllen, ohne Sinnzusammenhang. Und das ist wirklich so, wie wenn wir Delfine benutzen, um sie durch den Reifen springen zu lassen. Ja, das können sie auch, aber sie können viel mehr. Und das scheint gar nicht auf, das wird gar nicht sichtbar. Und das ist eigentlich das Wunder meiner Erfahrung mit diesem Weg mit meinen Kindern, dass ich gesehen habe, dass das Gehirn in Übereinstimmung mit dem, was Leute wie Gerald Hüther erzählen und so weiter, das Gehirn funktioniert ganz anders als das, wie die Schulen, wie sie im Moment sind, es haben wollen. Und Lernen funktioniert eigentlich nebenbei, indem man lebt. Und indem man lebt und sich selber seine Ziele sucht, lernt man das, was man, und dabei kommen Leute raus, die alle Kulturtechniken hinreichend beherrschen und auf bestimmten Gebieten eine große Kompetenz haben. Ja. Und das ist genau da. Und die wissen, was sie wollen und die sich Ziele selber setzen. Mhm. Denn viel schlimmer als das, was man in der Schule nicht lernt, ist das, was man in der Schule lernt. Da gibt es ja das berühmte Buch von John Taylor Gatto, diesem preisgekrönten amerikanischen Lehrer, verdummt nochmal. Kinder lernen in der Schule 12 Jahre lang, sich ihre Ziele setzen zu lassen, sich ihr wunderbares Schöpfergehirn mit irgendwas abzufüllen, was jemand will, dass sie es in sich drin haben. Und das sind Erfahrungen. Sie lernen, dass sie keine Macht haben, dass es nicht demokratisch zugeht, dass sie, bis sie 18 Jahre alt sind, fragen müssen, wenn sie pinkeln oder reden oder essen wollen. Das sind Untertanen und Sklaven. Das ist eigentlich ein Sklaventraining, was wir unseren Kindern da angedeihen lassen. Und wir denken immer, muss ja sein, denn sie müssen ja Englisch und Deutsch und Mathe und was nicht alles lernen. Aber das können sie viel leichter und schneller außerhalb. Aber das, was sie in der Schule lernen und wozu sie dann auch 12 Jahre brauchen, ja, es geht nicht um mich, es geht nur darum, wo das Arbeitsamt meint, mich einsetzen zu können. Und das Verrückte ist dabei, dass der Lehrplan, dass der Auftrag der Lehrer laut Curriculum ist, freie, mündige Bürger zu erziehen. Natürlich. Und die allermeisten Lehrer, eigentlich praktisch alle Lehrer, die ich kenne, gehen genau mit dieser Vision, fangen sie ihren Schuldienst an. Aber das System ist so gestrickt, dass es sehr, sehr viel Kraft und Geschick braucht, um im Grunde gegen und trotz des Schulsystems den Kindern das zu geben. Gott sei Dank gibt es Lehrer, die das immer wieder hinkriegen. Aber das System ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, sondern das System ist genau darauf ausgelegt, Untertanen zu erschaffen. Egal, was im Lehrplan steht. Ja. Das ist oft die Zerreißprobe der Lehrer. Ja. Und nicht umsonst gehen ja auch immer mehr wieder raus, ja, weil sie damit genau nicht klarkommen. Du hast ja jetzt nur eine Menge Erfahrungen gehabt. Was ist noch, das ist noch mein Impuls nochmal jetzt zum Abschluss. Was kannst du Eltern aus deinen Erfahrungen als Wichtigstes mit auf den Weg geben? Ich glaube, das Wichtigste, boah, das ist echt eine Frage. Ich habe für mich das Wichtigste empfunden, dass ich habe die Verantwortung für meine Kinder übernommen. Also ich kann ja nicht die Verantwortung für meine Kinder übernehmen, aber uns Eltern wird heute vermittelt, eigentlich braucht man euch gar nicht. Das ist überschätzt eigentlich, Eltern, Mutter, Mythos und irgendwie. Eigentlich brauchen die Kinder bloß gute Krippen und gute Schulen und so. Und wir sind aber Bindungswesen und soziale Geschöpfe. Und was Kinder am allerdringendsten brauchen, sind Menschen, die von ihnen begeistert sind, die sie lieben, so wie sie sind, und die davon überzeugt sind, du bist der Tollste, aus dir wird was Wunderbares, und du bist so, wie du bist, bist du gut. Und die ihnen diesen Raum geben. Eltern müssen wissen, wie wichtig sie sind. Denn sie sind diejenigen im Normalfall, die die Kinder am allermeisten lieben und am allermeisten das Interesse haben, dass diese Kinder sich entfalten können. Und ihnen diesen Raum zu geben und sich den nicht wegnehmen zu lassen von der Krippenbetreuerin und der Erzieherin und diesem, ja, es ist nun mal heutzutage so, die Kinder, kaum sind sie geboren, sind sie weg, und so, sondern zu wissen, wir sind
viel, viel wichtiger, als wir denken. Und gerade wenn ein Kind diese Geborgenheit hat, dann stapft es in sein Leben los. Und ich erlebe in den Seminaren und in den Kursen, die ich gebe und so weiter für Eltern, immer, dass das der Schwachpunkt ist, dass die Eltern denken, na ja, die anderen wissen wer bin ich schon, die anderen wissen es besser. Und das stimmt nicht. Wir haben die Verantwortung und wir müssen uns trauen, auf unsere Intuition zu hören. Das ist das Nächste, was wir in der Schule verlernen. Es geht nie um Intuition, es geht, man muss alles rational begründen. Man kann nicht sagen, ich habe das Gefühl, 4 und 4 ist 8. Ja? Es gibt Kinder, die sehen das, die sehen, wie viel 73 mal 267.000 ist, weil sie dann eine Form sehen oder sowas. Nein, sie müssen aber den Rechnungsweg oder das Ergebnis zweimal unterstreichen und dann nochmal als Satz hinschreiben und auch zeigen, dass sie es genau auf dem Weg gemacht haben. Und wir als Eltern sind in der Verantwortung, wenn wir wollen, dass sich die Welt zum Guten ändert, müssen wir damit anfangen. Und wir können nicht darauf warten, dass es uns von oben irgendwie gegeben wird. Wir müssen die Schöpfer sein. Ja, wohl. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Dagmar. Ja. War sehr spannend, dir zuzuhören, nochmal deinen Weg so zu hören. Und ich kann nur hoffen und wünschen, dass sich viele Eltern inspiriert fühlen, ermutigt fühlen, ihre eigene Wichtigkeit auf die Art, wie du es beschrieben hast, wirklich ernst zu nehmen. Vielen Dank, Dagmar.